Ciao, wieder bei Golden Sun mit Christian im Kolosseum. Kolosseum finde ich gut. Gab es nicht mal so eine Show, die so ähnlich aufgebaut wurde, wie Mega Man hieß oder so? Tja. Also im Sinne von, dass du. Das ist meine Aufgabe, ich verwechsel wahrscheinlich gerade. Egal, vergleichen wir es einfach mit der Urversion davon, nämlich Takeshis Castle. Ob das daran angelehnt ist? Wer weiß, es passt schon irgendwie. Takeshis Castle, aka das, was fast nie jemand gewinnen konnte. Ja! So, und hier einmal einfrieren. So, wir haben wieder mal ein kleines bisschen geschummelt. Ich meine, geholfen. Und nun wollen wir mal gucken. Diesmal fangen wir sogar rechts an. Ja, hier ist erstmal das Schwerste gleich zu beginnen. Oh mein Gott, wie habe ich das nur geschafft? Hey, du Spaß, da unten, lebst so du noch? Zeit nur. Gott, der arme Typ, Alter. Ivan hat den einfach ausgelöscht. Ja. Hoppala. Ja gut, hier. Achso, doch, ja, stimmt. Unten lang. Einfach durchhüpfen. Ja, komm. Ignorieren wir das Ganze. Wobei, eigentlich habe ich einen guten Vorteil, aber... oh, ich wollte schon sagen, bin ich jetzt beim Falschen runtergerutscht? Nee, aber das gut. Da kann ich mir zumindest eben noch holen. Weil ich bin fast durch. Ja. Ja, komm, für eine Nuss. Eine Nuss, Jan. Das ist eine Kopfnuss. Geboing. So. Geboing, Garrett, so geil. Du hast verstanden, was ich machen wollte. Ja. Und so. Das hast du nie geschafft hier? Ich weiß nicht, ob es das oder das letzte war, was ich nicht geschafft habe. Also nicht also irgendwas als hast erster, du nie geschafft. Also nicht erster zu sein. Oh. Ich glaube, es war sogar das letzte. Weil ich da irgendwo als Kind halt immer einen falschen abgesetzt habe, bis ich irgendwann, als es später gespielt habe, gemerkt habe, hey, eigentlich wäre der andere Move viel intelligenter. Ja. Und dann habe ich es anders gemacht. Ich glaube, dann hat es immer gepasst. Aber erst so in den letzten paar Playthroughs. Ich glaube, seitdem ich bei dir das Let's Play geguckt habe, da habe ich so gesehen, der Typ macht es eigentlich ganz intelligent. Geil. So. Und das ist eine Wampe, glaube ich, oder eine Wampa. Ist das eine Wampe? Nee, nach der Navampa war der andere, das ist Satrage, genau, Navampa war der Rote. So. Oh nein, du hast du gesagt, dass gleich ein Roter kommt. Es tut mir leid. Solange, lassen wir das. So. Ich weiß gar nicht, was du sagen wolltest und ich glaube, deswegen sage ich einfach nur, Ragnarök. Können wir kurz darüber reden, dass du eigentlich in jeder Runde quasi den Untergang herbeiführst? Immer und immer wieder. Hey, Barbie wollte Psydergie sehen. Ja. Ich meine, ich weiß nicht, er wurde getäuscht. Okay. Eigentlich wäre es vielleicht gar nicht mal so doof, wenn ich vielleicht mal ein paar Gins raushaue, um meine Erdkraft zu erhöhen. Und dann direkt dann wieder entfessle. So einfach mal die, wodurch ich dann kaum Schaden genehme. Ja, toll. Hat sich geschützt. Na komm, holen wir dir noch ein paar KP raus. Zack, es war schön alles weggesnackt wieder. Und die Nüsse gehen wieder los. So, hauen wir nur noch Nostara ins Gesicht. Ostara aka die Beschwörung, die in Dark Dawn einfach mal komplett anders aussieht. Also, ich war zu einem großen Teil. Ja. Oh ja, das war auch guter Schaden. Die einfach eine Nuss. Du hast gerade eine Nuss an Schaden gemacht. Ja, mal gucken, wie viel Ragnarök jetzt macht. Wahrscheinlich ein. Genau, wow. Zu viel. Wow. Wobei, okay. Ich muss das mal meine Jeans ja wieder verbinden. Bist ja, stimmt, wollte ich sagen, du bist ja schwächer gewesen gerade. Ja. Ja, gut, jetzt hat er sich geschützt. Okay, jetzt aber. So, jetzt machen wir ein bisschen mehr Schaden. Ich sag 140. 124, egal. Das ist irgendwie hat nicht, nichts gebracht. Nicht wirklich viel. Vielleicht hat er. Synergie ist sowieso im Spiel so eine Sache. Ja. Na gut, dann auf in die Finalrunde. Ich glaube, man muss nochmal nicht mal groß spoilern, dass es eine Finalrunde ist, weil da sind 8 Plätze und bei 8 Plätzen kann es maximal nur 3 Runden geben, wenn es One-on-One sind. Von daher, ne? Okay. So, dann schauen wir uns doch mal an. Was haben wir da? Hier könnte ich. Das war das, was ich im Kopf habe. Die Waage der Gerechtigkeit. Da sparst du aber auch viel Zeit mit. Ja. Behalten wir das mal im Hinterkopf. Hier könnten wir theoretisch frosten. So. Hier. Kann ich es mir auch sparen? Ja, ziemlich. Also man spart auch ein bisschen Zeit, wenn man hier ja, das macht. Ja, aber ich glaube, das kann man nicht, darf man nicht unterschätzen. Okay. Du machst dann nur 4 Sprünge. Vielleicht verschiebbar. So, dann... hier kann ich wieder einfrieren eigentlich. Das ist auch sehr nervig, finde ich, die Stelle. Da bin ich sehr oft runtergefallen immer. Ja, dann
Schock ihn. Also Erstarrung hier. Also die ersten drei bisher einfach. Frostverschieber und Erstarrung bisher. Hier nehme ich mir selbst Wachstum mit. Das spart auch einiges an Zeit. Ja. Und das mache ich am besten jetzt direkt, bevor ich das gleich vergesse. Hier kannst du wieder Quarz haben. Gib mir mal einfach Äste dafür. Sehr schön. Aber Moment, ja, es ist noch. So. So. Dann. Das ist auch sehr wichtig, weil das spart auch sehr viel Zeit. Ja. Eigentlich. Dann. Also hier brauche ich dann die Schockwelle. Get it. Die kannst du direkt reinsetzen eigentlich, weil dann brauchst du den Verschieber am Anfang nicht. Ja. Ich gucke nochmal das letzte mir auch noch eben an. Ich glaube, beim letzten war aber niemand eventuell. Nee, hier ist auch wieder nur selbst und eigentlich muss ich nur die Baumstämme aus dem Weg schieben. Ja. Beziehungsweise die fetten Säulen, damit der Baumstamm überhaupt bewegen kann erst. Ja. Okay, das heißt, Frost, Verschieber nicht, Erstarrung und hier die Schockwelle. Klingt gut. Okay. So, du gehst mal da rein. Hau rein, Garrett! So, jetzt muss ich nochmal kurz an den Anfang gehen, bevor ich mich hier falsch verzähle. Sie nannten ihn Garrett. So, dann hier war Frost. Right. Und das dritte war Erstarrung. Oh, bin auf nichts gegangen. Ich wollte schon sagen. Kann man die eigentlich wieder zurückholen, wenn du die einmal da reinpackst? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist endgültig. Ja, stimmt. So, und das dritte mit Erstarrung. So, und Yvonne. Okay. Dann wollen wir mal. Auf ins Finale, Jan. Fühlst du dich zuversichtlich? Immer. Oder soll ich dir vorher einen Gyros bestellen? Verlockend. So, Schummelpause. Schummelpause, haha. Ich schieße einfach mal eine Kraftwelle, die niemand gesehen hat. Also, ey, das bewegt sich gar nicht hier. So. Hey, du da. Also, ich meine, die einzigen, die es bemerkt haben, waren Azad, Navampa und Satrage selbst. Echt? Haben die es bemerkt? Ja. Wobei doch, also, im Nachhinein. Beziehungsweise, das heißt, sie haben es bemerkt, also jedenfalls, ich weiß nicht, ob sie es wirklich bemerkt haben oder einfach nur schlechte Verlierer sind, aber sie boxen dich dafür, ja. Ja, gut. Wenn du deinen Spielstand übernimmst, aber auch nur. Natürlich werde ich das. Na, sehr schön. Mit dem wunderbaren 6-Seiten-Passwort. Viel Spaß. Ja! wohlgemerkt, das 6-Seiten-Passwort, bei dem, wenn du dich einmal vertippst, alles neu eingeben musst, weil es keine Zurücktaste gibt. Ja. Wer auch immer auf die Idee kam. Ich weiß es nicht. So, hier einfach durchlatschen. Ach, so angenehm. So, das nehmen wir auch nochmal mit. Eine Nuss. Und kannst du Äste gleich direkt zum Anfang des Kampfes eigentlich einsetzen. Ja. Habe ich direkt wieder gute Werte. Und einen guten Angriff. Es ist sowieso geil. Angriff erhöhen und dann Waffenbeschwörungsspam. Ja. Meistens. Aber gut, so. Die fallen hier natürlich weg. Ja, einfach ganz normal durchlatschen. Eigentlich können wir das Ding da unten auch noch eben holen. Ich sehe schon kommen. Und dann wirst du es schaffen. Nee. Ich lasse es. So weit hinten. Ja gut, der muss ja noch an dem einen Ding vorbei. Der muss ja diesen Raum selbst ja auch erstmal clearen. Also. Gerade rennt er gut durch. Ja, ist ja nur durchlaufen. Die Sache ist, wird er jetzt? Ja, wait, der muss ja genau das gleiche machen, was ich gemacht habe, um den Raum zu clearen, also kann er nicht schneller sein. Außer er hat Speedhacks. Guck mal, hat schon gelohnt, oder? Ja. So. Ich gehe da mal. Aha, Claymore. Ja, doch, ich glaube, es war mal die Runde, die ich verkackt habe. Weil ich an den einen, weil ich den Typen nie erstarrt habe, sondern immer an diesen Schiebesäulen runtergefallen bin. Ich frage mich gerade. Ja. Haben die auch einen stärkeren Angriff dann, wenn sie die bessere Waffe kriegen? Müsste ja rein, theoretisch, oder? Theoretisch ja, aber ich weiß nicht, ob die daran gedacht haben. Na, war Baller ist er. So, dann hauen wir erstmal Esse raus, damit ich meine Werte wieder verbessere. Also die Mega-Kombo zwischen Esse und Kiesel machen einfach unendlich viel Schaden machen. So, und dann hauen wir wieder Ragnarök raus. Wie viel Schaden macht Kiesel? Ich wette, Kiesel macht mehr Schaden als Ragnarök. Moment, machen wir erstmal Ragnarök, ohne dass er sich verteidigt. Ja. 158. Ich sag, Kiesel macht fast 200. Verteidige dich bitte nicht. 190. Ja. Same. Kiesel halt. Kiesel einfach zu strong. Kiesel ist einfach genial. So, heilen wir uns einmal kurz. Kiesel, eigentlich super simpel, aber
Einfach ein cooler Gin. Gucken. Ich hab. Okay, ich hab 4 Venus, das heißt, wir können einfach weiter so bleiben. Das ist eigentlich die einfachste Methode, was man macht. Spam, Ragnarok bis zum geht nicht mehr. Ja, wie gesagt, habe ich damals auch immer gemacht beim Kolosso. Ist, glaube ich, so und ab und zu die stärkste. Gins zwischengeballert. Die stärkste so Single-Target-Synergie, die er hat, oder? Ja, ziemlich. Ja. I win. Sehr und schön. Bob. Und du bist müde. Isaac! 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 He's dead. He died it. Isaac! 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 Ivan! Schnarch. Schnarch, schnarch. Schnarch, schnarch, schnarch. Eingepennt. Wieso waren da jetzt nicht 4 Zs? Stimmt. Will ich mich einfach da liegen einfach lassen? Liegen lassen. Weißt du, man hätte den Kumpel einfach mit ins nächste Bett tragen. Nein, wir lassen mich einfach liegen. Isaac ist eingeschlafen. Er muss total erschöpft sein. Lassen wir ihn einfach schlafen. Danke. So, jetzt würde ich gerade mal meine Hand ans Ohr halten oder so. Nach dem Motto, mit wem telefoniere ich da gerade? Wer da? Isaac hier. Isaac! Oh Gott, nicht schon wieder. Was? Du bist wieder wach. Jo. Kolosso, das ist schon lange vorbei. Du hast nur geträumt. Na, alles, das gab's nie. Du hast so tief und fest geschlafen, erinnerst du dich nicht? Ja. Erinnerst du dich nicht? Ja. Hä? Ja. Schön langsam, du warst völlig weggetreten, nur dass ich an nichts. Danke, Garrett, dass du mich dabei aufklärst. Ja, es tut mir so leid, dass ich dich angekeift habe. Ich wollte dir keinen Keifel an den Kopf werfen. Lieber Alba Muthel, du hast bis zum Schluss durchgehalten, Isaac. Barbie hat überall deinen Triumph verkünden lassen. Bin ich jetzt berühmt? Geht es dir jetzt besser? Sind Körper und Geist wieder bei uns? Oh ja, denke schon. Nach diesem langen Schlaf soll es ihm auch gut gehen. Sag mal, Garrett, kannst du bitte mal weniger aggressiv sein? Ich wollte sagen, was ist da los mit ihm? Das ist nur neidisch, dass er nicht selbst teilnehmen durfte. Es tut mir leid, dass ich dich schon wieder angeschrien habe. Was ist, wenn Garrett in Wirklichkeit 2 Persönlichkeiten hat? Die Agro-Red-Version und die Garrett-Version. Oh, shit. Barbie sagt, er wolle dich sehen, sobald du wieder zu dir gekommen bist. Wenn du dich besser fühlst, dann lass uns zu Barbie gehen. Ich wollte es auch mal probieren. Du bist doch in Ordnung, oder, Isaac? Jo. Ich mach mir darüber Sorgen, was Barbie von dir will. Lass uns gehen. Okay. Let's go. Bist du dir sicher, dass du so schnell wieder aufstehen willst? Da sehen wir, warum Golden Sun so viel Dialog hat. Einfach alles unnötig, was gerade erzählt wird. Ja, mir geht's gut, lass uns gehen, Mann. Es geht ihm gut, er will dich den ganzen Tag im Bett vergeuden. Na gut, dann lass uns zu Barbie gehen, was wir jetzt schon quasi das 4. Mal sagen. Ja. Aber es hat so das typische RPG ja, Syndrom, sag ich mal. Jeder muss mal reden. Das stimmt. Es ist nicht einfach also so, dass einfach Ivan sagt, okay, komm, lass uns gehen. Nein, mir und Garrett müssen auch noch was hinterher sagen. Richtig, muss ja jeder seine Screentime haben. Ist trotzdem mein Lieblingsspiel, also der 2. primär, aber ich zähle die eher zusammen. So, dann wollen wir mal. Ich habe auf dich und deine Freunde gewartet, Isaac. Grabt euch Popcorn, Leute, das kann dauern. Ja, also ich würde sagen, der Rest des Partys, der geht wahrscheinlich auch eine Viertelstunde und dann labern wir nur. Ich habe gewartet, weil ich mit dir reden muss. Er lässt dich nicht so gut sprechen, wenn du so weit weg stehst. Komm hierher. Weg. So. Die Kämpfe bei Kolosso waren spektakulär. Es war äußerst befriedigend zu sehen, wie Barbies Favorit den anderen die Show gestohlen hat. Jo, dann bring ihm die Siegesprämie. Jawohl, Sir, sofort. Die lag einfach irgendwo hinterm Thron. Der Thron selbst, die Krone. Ja, das ist irgendwo so eine kleine Krone, die Köderkappe. Toll. Habe ich immer mit ins, oder? Doch, die konnte man auch mit ins nächste Spiel nehmen, ne? Ja. Habe ich einfach mal mitgenommen, warum auch immer. Übrigens, Isaac, geht es dir jetzt besser? Ah, die selbstheilenden Kräfte der Jugend. Und das nach einem so schweren Kampf. Ach, so schwer war der gar nicht. Das stimmt sogar. Wer hätte gedacht, dass wer hätte von den Kriegern, die mich gerettet haben, schon weniger erwartet? Wir sind irgendwie nur noch die Krieger, die ihn gerettet haben. Der ist voll gemein. Ja. Genug der Schmeicheleien. Kommen wir zum Punkt. Warum wurden wir gerufen? Welch Unverschämtheit. Was erlaubst du dir so mit Barbie zu sprechen?
Lass nur, Jodem, richte nicht zu voreilig. Wie sagtest du, wirst du genannt? Er spricht mit dir, Garrett. Nicht, dass er ihn angucken würde, aber gut. Ja. Ach so, ich. Genau. Ah. Genau, Garrett, wir werden alles erklären. Wir haben beabsichtigt, dir und deine Freunde für die Rettung Barbies zu danken. Danke. Ja, okay. Gerne, ihr dürft gehen. Gern geschehen. Aber scheint, als wäre Dankbarkeit nicht genug. Ich will Geld. Was? Ich habe Jod über alles unterrichtet. Was meint ihr mit alles? Ihr wünscht auch mehr über Lemuria zu erfahren, oder? Haben wir das gesagt? Eigentlich nicht, aber gut. In der Tat, euer Verlangen strahlt so hell wie der junge Tag. Ich habe zum ersten Mal Psydagi gesehen. Das ist eine unfassbare Kraft. Lüge, du kannst sie nicht sehen. Das stimmt. Wobei, vielleicht ist er Adept, aber keiner weiß es. Huh. Ich habe meinen Tarnball benutzt, um ihn in Psynergie zu demonstrieren. Ach stimmt, Ja, gut. Niemand sonst konnte es sehen, aber ich wusste, dass während des Turniers etwas Eigenartiges von Isaac ausging. Wer ist das Isaac? Das heißt mit anderen Worten, er hat die Psynergie dadurch gesehen, dass er sie nicht gesehen hat. Das weil er Barbie nicht gesehen hat, weil er unsichtbar war. Das ist ziemlich tiefgründig, ne? Er hat etwas gesehen, weil er es nicht gesehen hat. Verdammt! Und so entstehen schwarze Löcher, meine lieben Leute. Sie sind nur da, weil wir wissen, dass man da, dass irgendwas ist, was man nicht sehen kann. Es war eine ungewöhnliche Kraft, ungewöhnlich, dass eine solche Kraft im Kampf eingesetzt wurde. Es muss dir nicht peinlich sein, Isaac. Auch Psynergie ist die Kraft eines Kriegers. Ihr habt nicht geschummelt. Oder etwa doch? Nein. Also, ja, war alles legit? Ja, das stand alles so. Ich war schockiert, als ich zum ersten Mal von euren Kräften erfuhr. Ich dachte, ihr wärt Lemurianer. Ihr habt nun Lemuria schon mehrmals erwähnt, Barbie. Was genau ist das? Es ist die Stadt einer uralten Zivilisation, weit draußen auf der See. Ah, okay. Da fange ich an zu träumen. Vor vielen Jahren, etwa zur Zeit der großen Flut, reiste Barbie nach Lemuria. Ich verstehe. Erzähl weiter. Die große Flut ereignete sich, als ich mit Lunpa unterwegs war. Lunpa? Ihr meint Lunpa, den Dieb? Ich weiß, es ist schwer zu glauben, denn das alles geschah vor Hunderten von Jahren. Wollt ihr sagen, die Gerüchte über euch sind wahr? Er guckt ihn gar nicht an. Ja. Crane erwähnte einst den Stein der Weisen. Glaubst du, es hat damit zu tun? Nö. Wie? Sag nicht, du hast es schon vergessen. Ja. Er beherrscht alles, kann alles in Gold verwandeln, Gewett und Sterblichkeit. Na, klingelt's jetzt? Nö. Nö. Ist also auch vom Stein der Weisen. Ich befürchte aber, dass ich ihn nicht hier habe. Es ist der lemurianische Trank, der mich so lange leben ließ. Der lemurianische Trank? Es ist ein magischer Trank, den einst die Bewohner von Lemuria zu sich nahmen. Und allein sein Genuss stoppt den Alterungsprozess? Kann er das bewirken? Oh oh. Präziser gesagt, verlangsamt er den Alterungsprozess. Aber ganz schön heftig. Ja. In Lemuria ist der Tod sehr wohl bekannt. In anderen Worten, Crayden darf niemals von diesem Getränk erfahren. Ja! Bitte nicht! Doch besucht er nur jene, deren Sinne nach Jahrhunderten der Nutzung versagen. Oh, ich habe vergessen, meinen Trank zu trinken. Benutze das Volk von Lemuria Psynergie so, wie wir es tun? Ihr habt diesen Trank, Barbie. Daher konntet ihr so lange leben. Erneut. Und reich genug werden, um Tolby zu regieren. Worauf willst du hinaus? Ihr habt gecheatet. Ja, genau wie wir. Deswegen sind wir quitt. Worin liegt die Absicht, jeden die Alchemie studieren zu lassen? Iodem auch. So langsam frage ich mich das auch. Was erhofft ihr zu erreichen, Barbie? Hätte ich wahre Unsterblichkeit erlangt, gäbe es keinen Grund für diese Forschung. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das verstehe. Ich hatte diesen kostbaren Trank, doch langsam geht er mir aus. Der muss eigentlich mega weise sein, so alt wie der ist. Theoretisch. Ihr habt alle gesehen, das war nur noch wenig davon in der Höhle. Wie lange reicht er noch und was geschieht, wenn er aufgebraucht ist? Er kann jeden Tag zu Ende gehen, dann hat auch mein Leben ein Ende. Aber du hast nicht früher gesagt. Wir müssen so schnell wie möglich nach Lemuria. Es ist sinnlos. Was in aller Welt meint ihr mit sinnlos?
Wir können Lemuria nicht finden. Aber ich sagte doch eben, es läge weit draußen auf der See. Wenn wir das Meer absuchen, werden wir es sicher finden. Nein. Ja, viel Spaß dabei. Ja, ich habe schon viele Schiffe auf die Suche nach Lemuria geschickt. Das muss gewesen sein, lange bevor ich bei euch war. Dennoch habt ihr versagt. Ich brauche mehr vom lemurianischen Trank, aber ich konnte Lemuria nicht finden. Warum habt ihr den Zusammenbruch in der Höhle? Warum hattet ihr den Zusammenbruch in der Höhle, wenn ihr doch noch genug von dem Trank hattet? Ich habe ihn rationiert, aber diesmal habe ich zu viel Zeit zwischen den Einnahmen verstreichen lassen. Er war also gierig. Ja. Ihr habt versucht, ihn länger zu bewahren. Never be greedy. Ich habe mich bemüht, Lemuria zu finden, bevor der Trank ausgeht. Und der Grund, warum ihr uns sprechen wolltet, hat mit Lemuria zu tun? Genau, ich will, dass ihr Lemuria findet. Na, nichts leichter als das. Ich kann Lemuria nicht vom Wasser aus finden, aber vielleicht von der Luft aus. Ich kann es nicht länger verbergen. Ich lasse den Leuchtturm errichten, um nach Lemuria Ausschau zu halten. Ist aber sehr, blauäugig. Vielleicht hat er ja blaue Augen, so wie Yodam. Wie, aus diesem Grund lasst ihr den Leuchtturm bauen? Naja, rotbraune Augen. Nein, das ist noch nicht alles. Wir haben den Ozean südöstlich des Leuchtturms etwas erspäht. Genau an der Stelle, an der wir Lemuria vermuten. Südöstlich des Leuchtturms. Ja, es kommt hin. Echt? Ja. Na gut. Ich habe gerade dieses Meer nicht so ganz im Kopf, aber ja... Ja, doch, das war's perfekt sogar. Okay. Ohne Zweifel etwas Gefährliches? Was ist es? Etwa Monster? Mit denen können wir schon fertig werden. Das mag schon sein. Was auch immer es ist, da ist etwas, das mir größere Sorgen bereitet. Was ist es, mein Lord? Kein Seemann war in der Lage, auf dem Meer seinen Kurs zu halten. Ihr scherzt. Ihr meint, sie können nicht mal geradeaus fahren? Alle betrunken. Ist etwa das... ist da etwas... Alter, ist da etwas, das die Entfernung oder Richtung verzerrt oder so? Die Strömung dort kann den Kurs eines Schiffes stark beeinflussen. Okay. Also wird der Leuchtturm ein Orientierungspunkt für die Schiffe sein. Wie gelang es euch, nach der Flut Lemuria wieder zu verlassen, Barbie? Das ist es ja, Garrett! Oh Mann! Ich habe das Meer auf einem lemurianischen Schiff überquert. Ich hege die Hoffnung, dass ihr es steuern könnt. Ayo. Aber warum wir, wenn euch doch so viele starke Soldaten zur Verfügung stehen? Keiner von ihnen verfügt über die Macht der Psynergy. Man muss also über Psynergy verfügen, um das Schiff steuern zu können. Das würde bedeuten, dass Barbie ein Adept ist, nicht wahr? Ja. So muss es sein. Keine normale Person könnte den Tarnball benutzen. Während meines Aufenthalts in Lemuria habe ich ein wenig Psynergy gemeistert. Mit diesem bisschen, was ich gelernt habe, konnte ich das Schiff steuern. In diesem Falle könnte ich das Schiff vielleicht segeln. Bäh, viel Spaß, das zu lernen. Es muss ein Adept sein. Was sollen wir tun, Isaac? Wirst du tun, was er verlangt? Wenn er meiner Bitte nachkommt, werde ich jeden eurer Wünsche erfüllen. Der Plot verlangt es, also ja. Man sollte keine Versprechen geben, die man vielleicht nicht halten kann. Ich habe in letzter Zeit nicht mal meine eigenen Wünsche bedacht. In diesem Fall könnt ihr euch mit einem Füllhorn an Dingen versorgen, die ihr sicher sehr nützlich finden werdet. Gib mir den Tarnball. Papis Angebot ist sehr großzügig. Ihr werdet es doch in Betracht ziehen zu gehen, oder? Oh. Gib mir den Tarnball. Oh. Woher kam das? Ich weiß nicht. Wo kommt das, Jan? Ich weiß nicht. Aus dem Off. Na ja, komm, wir helfen mal. Ich sag, wir müssen vor Felix und den anderen am Leuchtturm sein. Der Leuchtturm? Meint ihr den Venus-Leuchtturm? Ja. Ei. Herr Schadatz, könnten wir unsere Ziele auf dem gleichen Pfad erreichen. Auch ich muss zum Venus-Leuchtturm. Aber wir können nicht zur Spitze des Venus-Leuchtturms gelangen, oder? Das Adepten können vielleicht das Rätsel lösen, das uns den Weg versperrt. Ah, ich verstehe. Dieser Gedanke kam mir noch nicht in den Sinn. Isaac, geh mit Yodam zum Venus-Leuchtturm. Okay. Keine Sorge. Ihr könnt euch zuerst um eure Angelegenheit kümmern. Ich verstehe, wenn sie das Rätsel des Leuchtturms lösen können, erfüllen sich dadurch auch unsere Wünsche. Dann können wir also nach Lemuria suchen, nachdem sie ihren eigenen Auftrag erfüllt haben. Ist das annehmbar? Okay, wir haben einen Deal.
Ich wollte gerade sagen, also Win-Win-Situation. Ja. Aber mehr Win für uns. Das stimmt. Ihr werdet meine Bitte also erfüllen. Ach, ich bin euch sehr dankbar. Auf jeden Fall werdet ihr meinen Beistand brauchen, um den Leuchtturm zu erreichen. Ich werde alle Vorbereitungen treffen, damit ich jederzeit für die Abreise bereit bin. Ich gehe nun, um alle Vorbereitungen zu treffen. Das hast du eben schon gesagt. Ich wollte gerade sagen, einfach zweimal. Ja. Dann könnt ihr euch alle an der Passage von Gondovan treffen. Ich werde übrigens gehen, um alle Vorbereitungen zu treffen. Eine brillante Idee. Ich gehe dann mal, um alle Vorbereitungen zu treffen. Noch etwas. Ich möchte, dass du dir eine passende Belohnung überlegst. Ja. Während ich meine Vorbereitung treffe? Ja, ich werde mich sofort darum kümmern. Während den Vorbereitungen. Die ich übrigens jetzt treffen werde. Ich gehe dann mal dafür. Ich werde auf der Passage euch warten, während ich meine Vorbereitung treffe. Sehr schön. So. Das war sogar gar nicht mal gelogen mit der Viertelstunde. Ja. Eure erste Aufgabe sind die Rätsel des Venusleuchtturms. Ich zähle auf euch. Das hat sogar ziemlich gut hingehauen. Ich würde sagen, Jan, dass du den nächsten Part natürlich noch nicht sofort gehst, oder? Du hast ja bestimmt noch was zu erledigen. Auf jeden Fall. Wir gehen kurz nochmal zu Barbie und gucken mal, was er so zu labern hat. Na? Viel Schlaf verringert das Bedürfnis nach mehr lemurianischem Trank. Wenn ihr Lemuria gefunden habt und mehr von dem Trank zurückbringt, werde ich das nicht länger tun müssen. Was hast du denn da Schönes? Ein Tarnball. Ist das der Tarnball, den du wünschst? Ja. Schon. Der Tarnball ist für mich sehr äußerst kostbar. Ich kann ihn nicht einfach hergeben, aber ich kann ihn dir leihen. Nimm ihn mit auf deiner Reise. Okay. Klar, was das denn für den kostbar ist. Sonst kann er nämlich nicht mehr so gut spannen. Ja. So, Mia, ich glaube, das musst du tragen. Ja, denn ja, ja. Tarnung ist eine Wasserpsynergie. Warum auch immer. Das passt schon. Okay. Irgendwie. Dann. Schön. Wir führen gerade auf, kostbar klingt fast wie Cosma. Ja. Und die ist auch hier irgendwo noch im Schloss. Richtig. Wo wir gerade dabei sind. Ich gehe doch mal kurz gucken. Die war. Rechts oben. War die rechts, nicht links? Ich glaube rechts, ja. Okay, dann gehen wir kurz mal die Treppe hoch und gucken mal, ob die noch da ist. Na, sagst du? Nee, sie ist nicht mehr. Hier sind wir nur Soldaten. Zu Barbies Leuchtturm ist unterwegs. Na gut. Okay, never mind. Dann halt nicht. Tschüss, Cosma. Sie darf immerhin gehen. Na gut, dann haben wir jetzt alles hier um Tolbi und Colosso geschafft. Und werden im nächsten Part erstmal nochmal, ich denke mal, ein kleines bisschen backtracken, um noch was zu erledigen. Ja. Und danach geht's. Ich würde sagen, du hast da noch ein Date. Ja. Und danach geht es dann in Richtung Gondovan-Passage, wo der Typ, der noch ein paar Erledigungen machen wollte, sich erledigt. Nee, Moment. Das heißt mit anderen Worten, dass ihr mich auch erst wieder in Goldzahn 2 hören werdet. Das stimmt. So, ich verkaufe. Ja, der Abschied. Er wird schon nicht allzu schwer sein. Du schaffst das. Aber ich habe nichts zum Verkaufen. Okay, let's go, Leute. Und auf mir trägt einfach 10 Ausrüstungsgegenstände. Habe ich das richtig gesehen? Ja. Ja. Einfach diese ganzen Synergie-Items, ne? Ja. So, die Köderkappe, die kannst du tragen, aber nicht anlegen. Wo hast du... Wo hab ich den Kristallstaub her? Den hast du schon lange. Den habe ich auch schon länger. Also, den habe ich schon jedenfalls schon vor ein paar Parts im Inventar gesehen. Gut. Ja, dann würde ich sagen, ich bände den Part einfach hier unter diesem Durchgang. Und würde sagen... Du hast dein Gesicht verdeckt, ist am besten. Perfekt. Moment. Es sieht so aus, als hättest du irgendwie einen Helm auf. Jetzt richtig böser Isaac. Ich bin ein bösen Isaac. Perfekt. So, Angry Isaac. Detailweise. Dann würde ich schon mal sagen, Christian, danke, dass du den letzten paar Parts dabei warst. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. War sehr schön, hier nochmal so ein bisschen in Nostalgie zu schwimmen. Ja. Und dann werden wir dich auf jeden Fall in Golden Sun 2 an so ein paar Felsen sicher wiedersehen. Ja, das würde ich doch hoffen. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.